RLB Worldwide mit einem Montagevideo für unsere Chrysler GDN 700 Serie, verstärkte Netzketten für ATVs und UTVs. Öffnen Sie den Baumwollsack und legen Sie die Kette auf den Boden. Stellen Sie sicher, dass die Ketten nicht verdreht sind. Legen Sie die Ketten über den Reifen. Stellen Sie sicher, dass die U-Verstärkungen vom Reifen wegzeigen. Netzketten sind ideal für Reifen mit aggressivem Reifenprofil, da die Ketten über dem Reifenprofil bleiben, im Gegensatz zu Leiterketten, die in einem solchen aggressiven Profil verschwinden. Bewegen Sie das Fahrzeug auf die Ketten, führen Sie den inneren Hebelverschluss durch ein Glied der Seitenketten. Sichern Sie den Hebel mit dem Sicherungsglied. Wiederholen Sie das Ganze mit dem äußeren Hebelverschluss. Wenn die Kette verdreht ist, die Kette entdrehen. Ziehen Sie dann eine der losen Ketten auf der Reifenoberfläche durch den entsprechenden Ring. Sichern Sie die Kette an der Seitenkette mit Hilfe des Shakers. Stellen Sie sicher, dass der Ring flach auf dem Reifen liegt. Stellen Sie sicher, dass der Zapfen des Shakers in der Seite des Shakers mit dem Gewinde ist. Wiederholen Sie dies mit der zweiten Kette auf der Reifenoberfläche. Montieren Sie dann den Gummispanner. Die Shackle können dazu benutzt werden, um lose Enden der Seitenkette zu sichern.